Mein Sohn, wir kämpfen nicht, weil uns die Welt dazu zwingt. Wir kämpfen für etwas Größeres. Wir dringen ins Unbekannte vor, um unser Versprechen zu erfüllen. Wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten. Nochmal. For the players. Ein wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Oldie von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen verzauberten Folge God of War. So sieht's aus, liebe Freunde. Freut mich, dass ihr da draußen wieder mit dabei seid. Und es geht weiter. Die Reise durch Midgard führen wir nun gemeinsam fort. In der letzten Folge hat unser lieber Atreus dieses süße kleine Schwein gejagt. Mit Erfolg, wie ihr seht. Ich trage es nun, denn es ist kein gewöhnliches Schwein. Denn wir haben auf unserer Reise eine junge Hexe im Wald kennengelernt. Und dieses Schwein ist ihr Freund. Und wir sollten es nicht jagen. Die Hexe war abgelenkt. Sie hätte besser auf das Schwein aufpassen sollen, hat sie uns gesagt. Und ihre Kräfte reichen nicht aus, um das Schwein zu helfen. Demnach sind wir jetzt auf dem Weg zu ihrem Haus. Kleines Schweinchen, halte durch. Was mir gerade auffällt ist, dieses Schwein wirkt sehr, sehr schwer. Wir sind da. Du wohnst in einem Baum? Nicht darin. Darunter. Hey, Billy! Oh mein Gott. Die uralte Morla. Na? Wer kennt diesen Namen noch? Es droht keine Gefahr, versprochen. Die unendliche Geschichte, die uralte Morla, die große Schildkröte. Nee, aber was ich sagen wollte, das Schwein wirkt sehr, sehr schwer. Jetzt frage ich mich, wie viel wiegt dieses Schwein? Denn Kratos läuft sehr langsam, sehr gewagt. In den ersten Folgen unserer Reise haben wir miterlebt, wie Kratos Bäume aus der Erde gerissen hat und die wie Zahnstocher, mit den Bäumen umgegangen. Die haben anscheinend nichts gewogen und dieses Schwein wiegt wahrscheinlich 300 Mal so viel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt gerade nicht der Schnellste zu Fuß, wie ihr gerade selber mitbekommt. Aber ich bin gerade schon wieder total überwältigt. Seht euch das an. Das ist ja der Wahnsinn. Das Haus der Hexe, verborgen unter einer Schildkröte. Einer Riesenschildkröte. Wow. Wir sollten uns beeilen, das Schwein ist kurz davor zu krepieren. Schnell. Ja. Man sieht's. Leg ihn auf den Kreis da. Halt ihn ruhig. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst.
Gut. Ruhig. Ruh dich aus. Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Lass nach. Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Gartenschaumkraut. Jetzt darf er Blumen pflücken. Ich raste aus. Oh, jetzt darf er Blumen pflücken. Herrlich. Aber wie ehrlich auch Atreus ist. Herrlich. Ich muss gerade gut lachen. Kindermund tut Wahrheit kund. Nicht wahr? Eine weiße Pflanze. Das kann doch nur die sein, oder? Oh, das sind Fische. Ich raste aus. Eine weiße Pflanze im Garten. Na gut. Wir schauen mal. Ah. Okay. Wächst im Garten. Ich sehe jetzt keine. Vielleicht kann uns Atreus helfen. Ich mag sie. Immerhin wohnt sie unter einer Schildkröte. Du bist zu offen zu ihr. Wir wissen nicht, ob wir ihr trauen können. Mhm. Sie will uns nicht töten. Noch nicht. Zu offen ist manchmal gar nicht verkehrt. Manchmal. Aber nur manchmal. Ja, weiße Pflanze. Sind wir hier gerade am Hinterteil der Schildkröte? Pfui, 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 pfui. Das ist das Hinterteil, oder? Ah, hier sind weiße Pflanzen. Ah, das sieht so fantastisch aus. Ich kann mich da gar nicht satt sehen, wirklich. Es ist Wahnsinn. Echt toll gemacht. Echt toll gemacht. Fantasy-technisch geil. Seht euch das an. Wahnsinn. So, gehen wir zurück zur Hexe. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Atreus... Der ist auch schon, oder? Hilfst du mir? Ich schaffe. Ist nicht allein. Hilft das hier? Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Ja, den Kleinen muss man wohl die Leviten lesen. Aber wahrscheinlich auch für Kratos nicht einfach, plötzlich einen Sohn zu haben, um den er sich kümmern muss. Was ich brauche.
Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Mhm. Wie denn? Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Lena. Emily. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Dieser unterirdische Durchgang bringt euch wieder zurück auf euren Weg zum Berg. Nehmt und eine Trophäe haben wir erhalten. Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation. Und wird euch immer zu euren Zielen führen. Wir haben soeben von der Hexe einen Kompass erhalten. Hexenhöhle. Oh ja. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Wow. Und da gibt's auch schon wieder die Drauga. Und steht eine Schlacht bevor. Direkt hinter dir. Oh Gott, was ist das denn? Über dir, pass auf! Ich glaube... Nacht, Maru. Mutter hat mir von ihnen erzählt. Ich dachte nicht, dass es sie wirklich gibt. Nachtmare? Ja. Sie verursachen Albträume. Oder sind sie Albträume? Vergessen. Ich wünschte, ich könnte sie fragen. Nachtmare. Mhm. Auch noch nie gehört. Ja. Kratos haut wieder alles kreuz. Kurz und klein. Was ist das? Okay. Kann man das einfrieren? Kann man nicht. Da kommen wir nicht drüber. Talisman der konzentrierten Vitalität. Gewöhnlich Talisman. Gewährt einen Gesundheitsschub. Können wir den auswählen? Oder auch nicht? Ah, okay. Nein, davon haben wir nichts. Wir belassen es. Hierbei. Okay. Das ist aber nicht der Weg. Nein. Den wollen wir jetzt noch nicht gehen. Ich gehe auch immer die falsche Richtung. Verdammt, das ist unser Boot, mit das wir fahren sollen. Aber da wollen wir noch nicht hin. Wir müssen alles entdecken, erkunden.
Und hier war noch ein Weg runter. Und den werden wir erstmal nehmen. Atreus, komm her. Okay. Soll er mal kommen. Oh, da gibt's eine. Ist das eine Truhe? Sieht so aus. Eine Truhe. Ziemlich viel Hochwasser. Doch sicherlich schieben. Nein, überhaupt nicht. Nein, was macht es denn? Lass los. Ich sag ja, bei dem Schwein hat er sich einen abgehoben, aber hier mal... Ne? Ich sag dazu nichts mehr. Ist die Frage natürlich, ob das Ganze schwimmt. Es schwimmt. Berühre nicht das Wasser. Warum? Weißt du, was unter der Oberfläche ist? Nein, es ist Kohlrabenschwarz. Dann berühre nicht das Wasser. Gut. Wie kommen wir jetzt dahinter? Okay, da passiert nichts. Können wir da einfach rüberspringen? Können wir. Okay, da passiert gar nichts. Ich glaube, dass wir so eine Art Enterhaken benötigen. Hey, ich kann da nichts. Nee. Ich komme hier auf jeden Fall nicht weiter. Zumindest jetzt noch nicht. Wir brauchen einen Enterhaken. Aber diese Kiste hätte ich beinahe übersehen. Vielleicht ist ja da drin, was wir benötigen. Aber nein. Schade. Ich würde gern wissen, wie es hier weitergeht. Das Wasser dürfen wir nicht berühren. Ja, da müssen wir irgendwas ranhängen, denke ich mir mal. Aber da müssten ja noch mehrere dieser Teile irgendwie hier hängen, wo wir uns dann durch die Gegend mitschwingen können. Atreus gerade gesagt, lässt sich nicht abbrennen, oder? Hier ist auch so ein Ding. Was hat es damit auf sich? Hm. Sehr, sehr komisch. Wenn wir mit dem Boot dahinter fahren, geht das? Also da kommen wir zum Beispiel auch noch nicht rein. Ich glaube, hier kommen wir jetzt noch nicht weiter. Wir müssen, glaube ich, ins Boot. Hab jetzt auch gar keine Idee, wie wir das machen können. Gucken, ob es hier noch was Feines gibt.
Du misst etwas? Wo? Aha. Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Für deine Krankheit konntest du nichts. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Ich glaube, hier kommen wir auch gar nicht aussteigen. Nein. Hier kommen wir wirklich nicht lang. Verdammt. Hätte gedacht jetzt mit dem Boot, dass das klappt, aber nicht möglich, liebe Freunde, nicht möglich. Okay. Hier grün können wir was festmachen. Aber wir brauchen eine Art Enterhaken. Da kommen wir auch nicht ran. Ach, verdammt. Ich würde es gerne wissen, wie man da hinkommt. Guck noch mal auf der Karte. Ja, wir müssen dahin, ne? Nun gut, so soll's sein. Stalagmiten an der Decke. Da ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Ja, das Meer kann manchmal stinken. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh, das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Mhm. Tor also. Tor ohne Kopf. Okay. Wir sollen auf jeden Fall den Kompass folgen. Ich würde jetzt gerne natürlich da hinten überall hinreisen. Gucken wir uns das Ganze nochmal ganz kurz auf der Karte an. Wir sind jetzt hier im offenen Meer. Hm. Ich glaube, ich sehe etwas. Da hinten in der Mitte des Sees. Jawohl. Sieht aus wie ein Schwert, wie ein Krieger. Auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Da steht: Opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Tor doch nicht. Er tut's.
sagst, kommt nicht zurück. Oha. Siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Hm? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. Etwas übertrieben. Ich glaube, wir müssen hier auch hin. Sehr lange Zeit. Ja, liebe Freunde, an dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen fürs Einschalten und Verfolgen dieses epischen Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Und wenn ihr natürlich nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch einfach ein kostenloses Abo da. Dann könnt ihr Teil dieser God of War Geschichte werden. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, immer schön lecker bleiben. Ciao. Ciao.